Ich glaube, man kann Bäume ernten irgendwann. Irgendwie. Oder? Ah! Hier geht's. Siehste. Apples bekommen. Ich wollte keinen. Das ist egal, komm. Hau weg den Stein. Hier geht's wieder nicht, komisch. Geht nur bei ausgewählten Bäumen offensichtlich. Oder da wo. Okay. Vielleicht da, wo zwei Früchte runterfallen, auf dem Boden liegen. Das war gerade die Gemeinsamkeit der beiden Bäume und bei beiden ging's. Das könnte sein. Das könnte es theoretisch sein. Oh. Einmal wahllos Y rückt und. Ah! Voll rote Sachen haben, keine grünen. Egal. Wir sind schon mal am Wasser. Hier könnte der Astrologe sein. Hier könnte der Leuchtturm sein. Hier bin ich richtig und hier bin ich aber trotzdem falsch. Und ich glaube, ich komme hier nicht wieder zurück. Geil. Sonst gelaufen. Aber da steht jemand. Dürfte aber eigentlich nicht der Astrologe sein, denn wir haben nicht den entsprechenden Montag. Nee, kein Montag, ein Montag. Kein Sonntag, ein Sonnentag. Kein Tagtag, so ein Herren- und ein Frauentag. So ist es hier im Spiel halt. Kommt klar damit. Heilige Makrele, Mignon. Du siehst aus wie jemand, der Teil der Zauberwelt der Fischerei sein will. Ich weiß nicht wirklich viel über das Fischen, aber okay. Tag, Tag? Meinst du was zu Kurin, oder? Denn heute ist dein Glückstag. Ich weiß eine Menge darüber. Es ist so entspannend und profitabel. Außerdem sind Fische echt lecker. Ja, da bin ich dabei. Eine gute Wahl, Mignon. Ich gebe dir alles, was du brauchst, um die Dinge, bring die Dinge bei, wie man Fische und fängt und sie kocht, ja. Ja, der her damit. Lerne ja Fische kochen. Also, ich bin bereit. Wie denn? Du kannst sie einfach grillen. Aber ich schätze, stitze lieber Feuer auf und brate die Hälften in Öl an, ja. Und dann hast du Fischstäbchen. Das Einzige, was ich fischmäßig esse, Fischstäbchen. Weil es kein Fisch ist. Nicht wirklich. Gebratener Fisch, Fischsuppe und Fischnuggets. Und wenn du Fische isst, fängst du an, wie Fisch zu denken. Ja, ein guter Fischer muss Fisch essen. Vater, eine Angel. Kann ich eine Angel haben? Na klar, Mignon. Ich habe noch eine alte Angel hier. Aber die ist kein Geschenk. Bring mir Motten. Das sind klasse Köder. Aber du kannst sie nur nachts fangen. Und meine alten Augen sehen im Dunkeln nichts mehr. Okay, Motten. Handeln. Kann ich Motten kaufen? Ich könnte eine Angel kaufen. Dann brauche ich alles. Gut, das ist nicht der Astrologe, aber wir wissen ja zumindest, wo der Leuchtturm ist. Und müssen hier an einem Mondtag kommen. Werde ich niemals merken, denn es wird heute nicht mehr passieren, schätze ich mal. Und bis zum nächsten Mal spielen ist es natürlich komplett raus aus diesem Hirn. Ich habe ein gewaltiges Hirn, das für viele, viele große, wichtige Aufgaben bestimmt ist, aber solche Details verblassen dann einfach irgendwann. Was soll ich machen? Einfach schnell, kannst du vergessen, kann ich ja nicht. Es hackt. Ich habe fast das Gefühl, ich hätte auf. Ach. Hätte das Spiel vielleicht auf PC spielen sollen. Ich. Nee. Dann wiederum, ich habe es ja auf Switch. Und wenn ich vor allem auch offscreen ein bisschen spielen will, ein bisschen Geld verdienen will und sowas, ist es auf PC halt nicht drin. Ich rieche hier Leckeres und Rauchiges, okay. Hey, du da. Wenn du jemanden suchst, der dir die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen. Dort versuchen alle verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens ein trockenes Laib Brot kaufen zu können. Okay, danke für nichts. Ich bin hier im Camp. Da bin ich der Champ. Oh yeah. Komm ich auch nicht lang. Warum ist die Frage? Was ist das für ein Ort? Der Pfad führt zu Burgfeste, der Weg ist versperrt. Sorry, ich habe nur gefragt. Haben wir jetzt die Karte soweit aufgedeckt? Ja. Überall, wo wir gerade hinkommen, sehen wir jetzt auch, wo es weitergeht. Ist doch nicht alles, das kann man schon mal sagen, aber alles, was halt gerade möglich ist. Nicht groß genug, dass die Spiele. Was? Ach so! Nein, ach. Es ist ja auch gut. Ich hätte es mir auf PC kaufen können. Das Spiel ist ja wirklich nicht teuer und keine Ahnung was. Aber ich finde es ja auch. Die einzige.
Der Gedanke war ich gerade bloß, wo es hier gerade ruckelt, dass auf PC bestimmt flüssiger laufen würde, das Spiel. Aber letztendlich. Ich würde sowieso mit Controller spielen, wahrscheinlich das Spiel mit Xbox-Controller, weil ich glaube, das mit Maustastatur fühlt sich ein bisschen komisch an, das zu machen. Also kann ich auch gleich auf Switch spielen in dem Sinne. Und natürlich, ich habe es halt auf Switch und ich kann es, wie gesagt, im Handheld-Modus dann grinden, offscreen spielen, weil ich bin beim besten Willen nicht gezwungen, hier Story zu machen. Ich kann einfach Tag für Tag weiterspielen, glaube ich zumindest. Nicht so wie bei Harvest Teller zum Beispiel, wo ich ein bisschen Druck habe, dass ich einfach so machen kann. Oder bei Day for Die, wo auch alle paar Tage neue Aufgaben kommen. Ich kann wirklich Tag für Tag spielen, weiterlaufen lassen, nichts machen außer Leichen, keine Ahnung was, vergraben und dabei eben Geld verdienen. Und da kann ich quasi schon das nächste Let's Play, die nächsten Stream vorbereiten. Das ist hier machbar. Geht aber vor allem dann, wenn ich es auf der Switch habe, nicht auf PC. Das ist schon gut so. Die Zeit hatte ich schon, Koma. Check mir ein Spiel, ich beweise es dir. Doch, das ist kein Problem. Oh, Honig. Ich könnte doch Honig abbauen, richtig? Habe ich gelernt. Ja. Und der Verrückte wollte Honig haben, richtig? Gehe ich mal fix hin. Dann müssen wir uns diese Season in Diablo in die Top-Titel... Ganz ehrlich, Era, ich hatte ja irgendwo tatsächlich geplant, mit Diablo 4 eine Art Standbein meines gesamten Let's Play-Kanals aufzubauen. Hab dann aber schnell festgestellt, das wird sowieso nichts werden, weil ich einfach nicht so ein Mega-Nerd bin wie andere. Die ganzen Mechaniken nicht selbst rausfinde, sondern mich lieber berieseln lasse, weil ich die Zeit dafür nicht habe oder investieren möchte. Und ich spiele beim besten Willen auch nicht so viel und es ist Nachtscheiße. Und die hoffen sowieso, dass das irgendwie in eine Liga kommt, dass ich da wirklich so super geil wäre. Hätte ich ein Steam Deck, könnte ich nebenbei auch ein bisschen offscreen natürlich spielen. Und auch da dann meine Charaktere Ranglisten, den ich weiterbringe. Aber das ist halt nicht der Fall, deswegen, das fällt bei mir, glaube ich, alles aus. Diablo 4 nicht so beliebt, findest? Ja, würde ich nicht. Also, mit Season 2 hatte ich immer sehr viele Zuschauer tatsächlich gehabt. Also, ach, ich war 5-mal Hönig. Scheiße, Hönig. Mist. Hat einmal reicht. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich meine, Spaß haben ist geil, aber ich habe ganz klar gemerkt, mit Season 2 ist Season 1 nicht so sehr. Anfang ja, Season 1 nicht, Season 2 ja. Da kamen aber ordentlich Leute dazu, tatsächlich. Die sind schon abgestürzt. Ja, wie gesagt, Season 2 ging wieder nach oben. Also gefühlt auf jeden Fall. Ich hatte sehr volle Chats und auch diverse neue Follower mit Season 2, die in 1 nicht kamen. 1 war recht wenig los, aber 2 deutlich mehr wieder. Und Tick 3 und jetzt Tendenz generell ist wieder nach oben. Aber, wie gesagt, das ist ja gar nicht der Punkt der ganzen Sache letztendlich. Ja, hallo, ich bin der Dorfbewohner. Ich, wenn du was selber übrig hast, habe ich tolle Sachen für dich, seltene Sachen. Tut mir leid, aber ich kaufe ja dein Zeug nicht ab, es sei denn, es ist viel wert. Ich glaube, ich habe nicht, dass du hier sowas findest. Ich bin neu hier, Alter, ich werde der Friedhofswärter. Aber ich komme aus einer anderen Welt, ich muss dort zurückkehren und... Das verstehe ich nicht so gut. Das ist auch nicht meine Welt. Oh, Gott sei Dank. Meine Welt ist viel prächtiger. Die Paläste der Stadt. Ich bin leider nicht adelig. Also muss ich meine Münzen hier in dieser Zwiebelkartoffelhölle verdienen. Okay. Das habe ich nicht gemeint, aber okay. Ja. Life is Feudal, schade, dass es tot ist. Habe ich auch nie gespielt, wollte ich auch mal machen. Ich glaube, das wollte man mal zusammenspielen, kann das sein, Koma? Mir war irgendwie so. Aber habe ich nie geschafft, leider. Erschrecke ihn, um seinen Stück aufzuheilen. Der ist besoffen. Du, bist du geklappt? Was soll denn? Ich wollte nur beim Stück aufhelfen. Wie blöd von dir, ich brauche nur ein wenig Zeit. Das Haiflossen-Steak heute Morgen war richtig deliziös, aber mit den golden frittierten Schmetterlingsflügeln hat selbst der Koch sich selbst übertroffen. Sieht aus, als wärst du nach meinem hinterlegten Angriff wieder in Ordnung, würde ich sagen. Ja, scheiße, ich bin trotzdem noch besoffen. Boah, das macht keinen Spaß, hier zu reden. Ich bleib da konsequent. Siehst du, was du als weißt, Koma, der Stalker. Ja, Mann! Ich kann aktuell wieder total kotzen, was Spiele angeht, ne? Wir spielen aktuell. Ich muss aber. Tut mir leid, ich muss das Spiel mal pausieren für diese kleine Rede.
wir spielen aktuell wieder 7 Days to Die. Ich habe auch tatsächlich wieder ein bisschen Spaß dran. Ich könnte gerne ein paar Tage weiterspielen am Freitag. Ich habe natürlich gerade Harvestella, ich habe Killbait laufen, ist klar. Jetzt kommt Diablo 4 Season 2 wieder. Schon wieder 4 Sachen. Diablo ist dabei eine sehr offene Sache. Jetzt habe ich angefangen mit dem scheiß Graveyard Keeper. Demnächst kommt Suicide Squad, Kill the Justice League raus, was ich spielen wollte. Auch wenn es glaube ich nicht so geil werden soll, laut Kritiken, aber ist mir egal. Ich fand Goffenheit auch viel besser als sein Ruf. Dann habe ich diverse Anfragen von Shedrick oder auch von Varu. Vor allem möchte er eigentlich mit mir Ark spielen. Halt ein Sappel. Von Varu oder von Era und Vini. Dies, das und jenes, also drei verschiedene Spiele zu spielen. Eins davon habe ich Shedrick schon lose zugesagt tatsächlich. Dann hätte ich auch tatsächlich Bock, ganz anders nochmal zu machen. Ich könnte Gotham Knights weiterspielen, ich könnte Valhalla weiterspielen. Also ich habe über 10, 11, 12 Spiele. Und ich habe aktuell auch tatsächlich Bock, Palworld mal zu testen, ob das was wäre. Und ich könnte kotzen. Es sind zu viele Spiele. Und vor allem, ich würde davon die meisten auch natürlich gerne streamen. Das kannst du doppelt knicken. Es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. Ich habe ein Geschenk. Koma, willst du mich rollen? Willst du mich fucking rollen, Koma? Well, tja, my bad. Moment. Hat mir die Nase echt gerade ein Geschenk geschickt bei Steam? Ach, komm schon. Moment. Steam Festival Kapitalismus, was? Wo sehe ich das Geschenk denn? Da. Hey, Breathedge. Soll ich das Geschenk annehmen oder ablehnen? Wieso schenkst du mir das Spiel? Ist das, Multiplayer? Das habe ich auch tatsächlich vor langer Zeit mal gesehen, dieses Spiel. Ich fand es ganz lustig, aber warum schenkst du mir das? War auf meiner Wunschliste, echt? Weiß ich gar nicht mehr. Aber guck mal, warum machst du denn sowas? Aber danke. Vogel, ey. Ich nehme es mal an, okay? Wenn ich es ablehne, bekommst du denn was zurück, oder? Ich nehme das an. 3. 2. 1. Ablehnung wird... Okay. Nee, guck mal, dann wenn es das Geld zurückgeht, dann nimm das Messer. Ich nehme es mal netterweise ab. So, Nachricht dazu schreiben. Weil ich komme am besten mich dazu, was zu spielen aktuell. Das ist gar keine Chance. Aber die Geste weiß ich absolut zu schätzen. So. Ich hab's dir zurückgegeben. Ich hoffe, ich gebe sie zurück. Das ist aber ein halber Troll-Move von dir, oder? Zum Ernst mal. Und ja, Kurin, das weiß ich nicht mehr. Das ist ewig her. Ich habe meine Steam-Wunschliste seit Jahren nicht bearbeitet. Also, ja. Was da drauf ist, weiß ich gar nicht mehr. Samira, hallo. Ah, so Leute, ich... Nein, Era, ich habe keine Zeit für Ark. Mann! Ich werde das hier noch, keine Ahnung, ein paar Minuten spielen, das Ganze beenden und dann gehe ich ins Bett. So. Ah. Wir reden mal mit ihm über den Garten, okay? Huradrik hat mir erlaubt, den Garten bei der Küche zu verwenden. Ich muss mit dir die Einzelheiten der Abmachung noch besprechen. Ich hätte es vergessen. Ist bei mir nun trotz meiner Wahl damals billig. Ja, es war vor vielen Jahren und der ganzen Inflation und so weiter und wurde den guten Boden und jetzt ist es ein hochwertiges Grundstück. Ja, klar. Mal sehen, wie wär's mit 100 Dinomark? Wow, es ist zu viel. Okay, wie wär's denn mit 5 Dinomark? Ich sollte meine Dinomark-Skala nochmal bedenken, weil ich habe ja gesagt, dass die Silberdinge Dinomark sind und Bronze waren 0, Dinomark. Das ist jetzt dann 10. Immer noch zu viel. Ich habe nicht so viel, Mann. Vielleicht ein Tauschhandel? Ja, ich verstehe. Du bist ein armer Geld, der sich von dem Anbau von Getreide ein wenig Geld verdienen möchte. Wir können uns über die Pacht unterhalten, aber sag mir erstmal, dass du was zockst als Bauer. Machen wir ein Geschäft. Du lieferst einen Haufen Karotten, Kohl und Rüben. Und dann bist du näherst zu dem Handelspartner. Für mich schon für treffende langfristige Abmachung, von der wir beide profitieren können. Ist das in Ordnung? Ja, okay.
Machen wir so. Ich hätte auch das Geld wieder schön erwirtschaften können, natürlich, mit Leichen und so weiter. Hätte eine Weile gedauert, weil ich glaube, 10-mal Silbergold ist ein Gold. Silbergeld ist Gold. Und ich bekomme pro Leiche wie ein Silber und 50 Bronze. Also das hätte eine Weile gedauert, aber ich hätte es theoretisch machen können. Ja, egal. 40% Hihimo, 60% hätte ich mir jetzt aber wirklich interessiert, bei dir zu sehen. Verstehe. Kuma, würde ich, danke, aber uff. Einfach nur uff. Wobei ich mir vorstellen kann, dass dieses Spiel nicht allzu lange dauern würde, aber fällt mir immer mal als Angezockt-Titel oder sowas. Ich hab ja theoretisch noch meine Angezockt-Kategorie, wo ich auch sowas wie Pelbert mal reinsetzen könnte. Wo ich nur mal eine Folge spiele oder eine Stunde oder zwei Stunden und das Ganze aber nicht als Let's Play durchziehe und dann einfach zeige. Das wäre auch noch eine Option, die ich in der Hinterhand habe, die ich schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt habe, auch schon mal erwähnt habe und vielleicht kommt es eher nochmal zu solchen Kleinigkeiten in Zukunft. Muss ich mal gucken. To be honest, Ark lohnt sich nicht, vor allem nicht das neue 45€ fucking Bugfest. Was, schon wieder Bugfest? War nicht das Original Ark schon fucking Bugfest? Ich dachte, das neue wäre jetzt besser geworden, was das angeht. Und klar, das ist immer Geschmackssache. Was kann ich für dich tun? Mein Freund, ich liebe gutes Essen, aber seit kurzem habe ich ein Magenproblem. Nach einer guten Mahlzeit bekomme ich einen Schluck auf, das macht mich wahnsinnig. Und saugen tue ich auch noch wie ein Schlot. Jeweils dein Freund hat mir erzählt, dass Schluckaufgras helfen kann. Ich glaube, es gibt hier einen Sumpf. Ich wäre sehr dankbar, wenn du mir was bringen könntest. Ja klar, ich halte die Augen offen. Noch eine Aufgabe, weil wir haben ja nicht genug davon. Nichts Handelnswertes, okay. Ich gehe mal auf meinen Friedhof zurück. Oh yeah. Da. Wenn er von der Grundidee ist, finde ich arg super. Survival, Dinos, ist ja alles vor allem ein Ding, ist ja auch inzwischen viel mehr als das. Aber wenn es Bugs ohne Ende gibt, ist es halt kacke. Das ist ja ein relativ objektiver Bewertungsfaktor. Und wenn das so ist, ist es halt so. Und das ist nicht unbedingt... Ah, ich habe meinen Holzblock vergessen. Ist egal. Und ja, es gibt Leute, die übertreiben. Aber ich weiß, hast du es dann aus eigener Erfahrung, Koma, oder... Das ist natürlich eine Sache, die man sich fragen soll, tatsächlich. Ich habe auch die Erfahrung aufgemacht, dass oftmals die eine von ganz vielen Bugs spreche. Ich auch bei Pokémon, sag schnell, Kamisil und Purpur, haben wir auch einer von ganz vielen Bugs und Glitches gesprochen. Und klar, die Performance des Spiels war scheiße, ist sie, glaube ich, immer noch. Aber ich habe beim ganzen Playthrough keinen einzigen Bug oder Glitch gehabt, ne? Das ist auch mal so ein Ding. Ich habe lange gespielt. So länger als die meisten wahrscheinlich, sorry, dann durchspielen. Daher, ja, so. Du bist verstehst, spielst mit relativ egal, wie hab was gegen die Masche des Dev-Teams. Definiere mal Masche, wenn das nicht den Rahmen sprengt. Im Sinne von unfertiges, buggiges Spiel raushauen, oder was? Okay. Hat zugesehen. Gut, das ist ja auch schon ein Eindruck. Ne? Selbst spielen ist das eine, aber wenn man sowas auf Videos sieht, wie Let's Play-mäßig, opala, schon voll? Schon voll. Ah! Das ist ja auch schon ein Stück weit Indikator genug, würde ich behaupten. Zack. Zack, zack, zack. Und drin damit. So. Ich muss da Kleinzeug wie beseitigen. Ich will jetzt nicht wie Holzscheite darauf becken, weil ich eh, glaube ich, voll damit bin. Ich mache ein paar rote Punkte. Wobei, brauche ich glaube ich gar nicht mehr, ich habe inzwischen einen anderen Tech-Tree genommen, ne? Gibt's hier auch rot? Ah! Da gibt's auch rot, sehr schön. Mit Lego, sag einfach. Ich hab eine Idee, glaube ich, Koma, ja. Ich ess mal was, glaube ich. Miam, 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 Pilze. Apropos Pilze. Ja, nein, nicht im Schwert hauen. Und weg war die Ausdauer wieder. Toll. Mist. Mist. Nicht die Blume, ich wollte das an. Nein, nicht das. Nein, ich will den Pilz. Ja, danke. Damit. Ah, eine neue Leiche. Gut, die Leiche machen wir noch. Und dann ist heute aber Schluss im Stream, würde ich sagen. Ja. Eintreten. Autopsie. Wobei, wenn ich das Fleisch entferne, habe ich ja eine schlechtere Leiche, richtig? Ist okay, ich nehme sie, wie sie ist.
Ich muss ja kein Fleisch entfernen. Ich muss es ja nicht. Plopf. Einmal ein Grab errichten, bitte. Schon alles voll. Warte, da geht aber noch einer. Plopp. So. Vielen Dank. Für die Blumen. Die Leiche rein und alles gut. Plopp. Einmal draufhauen. Jetzt bin ich gespannt. Nee, warte, gar nicht wahr. Hier muss es ja nicht gehen, oder? Auch nicht. Ich hatte doch aber... doch jetzt die Sache erforscht, um jetzt was zu machen da, den Grabzeug, so nicht. Wo war das denn hier? Grabsteine herstellen. Da, da. Werkbank, okay. Gut, die habe ich natürlich nicht hier. Die Werkbank. Das will ich nur ganz kurz, ganz gerne machen. Ist ein bisschen verhübscher, das Ganze. So. Schätzungsweise hier. Ah! Ich brauche Brennholz dafür. Was? Ich brauche Brennholz für einen Grabstein? Das klingt falsch. Aber ich füge mich dieser Anforderung. Und ich esse nebenbei ein bisschen was. Harte Arbeit erfordert viel Hunger, Hunger. Was ist das? Stimmt da nicht. Hä? Nee, ich habe Ausbrennholz gerade. Warte, was habe ich? Was habe ich gerade hergestellt? Hä? Ich würde gerne so einen machen. Geht nicht. Ach so, ich habe eine Warteschlange gemacht. Okay, okay, okay. Nein, alles wieder runter. Wie kriege ich es wieder weg? X. Zurück. So. Kommt trotzdem irgendwie nicht hin. Okay, ich glaube, ich habe es weggenommen. Okay, ich glaube, ich habe hier Fehler. Einen habe ich nicht. Habe ich doch? Hä? Ich habe doch jetzt Brennholz oder nicht? Oh. Da. Doch, habe ich. Das ist meine Warteschlange, die will ich aber nicht haben. Die kann weg. So. Ich brauche aber Brennholz für das hier. Ich kann das nicht herstellen. Ich mache Brennholz zu dem. Ich mache daraus Brennholz so rum. Ich stelle Brennholz. Okay, okay, okay. Völlig falsch. Ich stelle. Okay. Okay. Jetzt habe ich es raus. Aber wo soll ich dann sonst das Ding herstellen? Ah, irritierend. Wechsel. Ich bin überfordert, ganz dezent überfordert. Holzmarkierung, immerhin, aber... Moment, da stand, ich brauche Werkbank Nummer 2, richtig? Ich habe Werkbank Nummer 1 gerade. Ah, okay. Hiermit werde ich mir Grabsteinsachen herstellen können. Sägeblock, Ofen, Holzhackplatz, Werkbank für Holz. Jawohl, das passt auch zum Glück noch hin. Schwein gehabt. Ich kann es sogar hochkant drehen, aber ich kann es hier nach oben drehen. Ist auch nett. Ich weiß nicht, ob ich da noch rankomme, wenn ich jetzt das... Ich büße aber aus. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Zack. Oder auch nicht. Jetzt. Meine Fresse. Schwere Geburt. So. Holzplanke, Motorwerkzeug, alles schön und gut, aber ich will ja das hier haben. Ich brauche Planken. Die Planken mache ich hier. Gott. Jetzt läuft das langsam. Oh. Gibt euch zwei Dinger. Sehr, sehr schön. Gut. Langsam haben wir es raus. Wo komme ich jetzt ran, denke ich, her? Egal, erstmal machen wir uns das. Für
meine beiden bisherigen selbstgemachten Gräber. Oh nein. Stimmt, die konnte ich immer nur. Geschichte. Was? Ja, nochmal reingehen. Ram, bam, bam. Zack. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Vielleicht mal gar nicht das Zeug. Ja, soweit so gut, denke ich. Kratz, 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 kratz. Mitnehmen. Essen, 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 essen. Brauche ich alles, glaube ich. Ich glaube, langsam komme ich wieder rein. Meine Güte, das ist eine schwere Geburt heute irgendwie. Aber wir haben es dann so langsam. So. Ah, ich habe drei Gräber schon, siehst du. Ich brauche nicht, aber hier, das kann ich machen. Plop, 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 plop. Ja, plus, minus, null. Ich habe kein Minus, aber auch kein Plus. Naja. Muss also noch mehr machen, um mal hier jetzt nicht Profit bei rauszuholen. Oder zu reparieren, das ist ja. Ich kann mir auch Reparaturgitz herstellen, so ist nicht. Vielleicht soll ich erstmal das tun, tatsächlich. Vielleicht tatsächlich ein bisschen besser. Dann komme ich, glaube ich, eher auf den Nenner gerade, weil ich die ganzen Minuspunkte raus habe. Oder 1, 2, 3, 4. Ich habe 4 Pluspunkte höchstens. Ah, nein, da muss noch so einiges passieren, würde ich sagen. Das machen wir aber alles nicht mehr heute. Und ich gehe jetzt ins Bett, also in-game, speichere und dann gehe ich in real life ins Bett. So. Also, ab in die Kiste. Liebe Leute, wir sehen uns dann morgen vielleicht wieder zu Harvestella und oder Diablo. So, und raus aus der Nummer. Ich wollte noch speichern. Na? Speichern. Ja, voll erfrischt. So. Bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper oder anderen schönen Geschichten auf meinem Kanal. Bis dahin.